Das Thema Doping hat nun auch einen ganz finsteren Schatten auf die Olympischen Winterspiele in Sotschi geworfen. Die zweimalige deutsche Olympiasiegerin Efi Sachenbacher-Steele und der italienische Bobfahrer William Frulani wurden nach ihren positiven Tests am Freitag nach Hause geschickt. Sachenbacher-Steele gewann bei den Olympischen Winterspielen 2002 und 2010 im Skilanglauf die Goldmedaille und wurde nun in Sotschi im Biathlon zweimal Vierte. Michael Vesper, Chef de Mission des deutschen Olympiateams, erklärte, dass Sachenbacher-Steele auf das Stimulans Methylhexanamin positiv getestet wurde. Natürlich hat uns die Nachricht sehr schockiert und die Stimmung in unserer Olympiamannschaft belastet. Wir stehen für dopingfreien Sport und für eine Nulltoleranzpolitik gegenüber jedem Versuch der Manipulation. Nach diesem Prinzip haben wir im Vorfeld der Spiele und auch während der Spiele gehandelt und auch jetzt haben wir sehr rasch und sehr konsequent gehandelt, entsprechend der Athletenvereinbarung, die wir mit Efi Sachenbacher-Steele wie mit allen anderen Mitgliedern der Olympiamannschaft geschlossen haben. Haben wir Efi Sachenbacher-Steele aus der Olympiamannschaft ausgeschlossen. Sie ist bereits auf dem Weg zurück nach Deutschland. Und welche weiteren Sanktionen noch vorzunehmen sind, werden wir zu gegebener Zeit dann im Zusammenhang mit dem Verfahren entscheiden, dass jetzt voraussichtlich durch die IBU, also durch die International Biathlon Union, einzuleiten ist. Ich möchte noch einmal betonen, meine Damen und Herren, für uns hat nur der saubere Sport einen Wert und von dieser Linie werden wir uns nicht abbringen lassen. Vielen Dank. Wie sauber der Sport und diese Olympischen Winterspiele tatsächlich sind, beziehungsweise waren, bleibt abzuwarten oder wird nie gänzlich aufzulösen sein.